Glaube schon. Okay, Daisy sehen wir gegen Palu. Es ist wieder Scorpion. Ja, doch, Gobo Hund nennt er sich. Okay, perfekt. Ja. Zumindest jetzt auf dem Kopf. Und als Tag hatte. Sorry. Ja, ein paar Schuhe. Daisy gegen Palutena. Weiß nicht. Also ich glaube, die beide fetzen sich schon gegenseitig, ne? Oder? Was denkst du? Was meinst du? Ich glaube, beide Chars fetzen sich gegenseitig. Da gibt es kein Rumgewartet Camping-mäßig. Ja, halt höchstens so eine Rübe mal ziehen und währenddessen haut Palutena da irgendwelche komischen, weiß ich nicht wie die heißen, Projectiles raus. Mit Palutena unterwegs? Mhm. Ja, so schon ein bisschen länger auch. Stimmt. Jetzt erinnern mich. Die Palutena war auf jeden Fall mal deutlich schlechter. Kann ich mich dran erinnern. Also in letzter Zeit oder jetzt gerade in diesem Turnier fällt mir schon auf, dass die deutlich cleaner geworden ist. Oh. Er ist auf jeden Fall auch ein Charakter, den du halt wirklich nicht im Bracket spielen kannst, wenn er nicht clean ist. Oh, weil sehr, sehr, sehr even gerade hier. Ja. Gobo Hund! Ja, und Daisy ist wirklich so noch selten. Ja. Gobo Hund! Gobo Hund. Mit Daisy am Start auf jeden Fall. Aber ich sehe hier Rosa eigentlich. Vielleicht doch nicht. Oh, nee, irgendwie. Rosa sieht man. Rosa sieht man auch echt safe. Das muss Gobo-Hund sein. Ich weiß nicht, warum er in diesem Matchup hier Rosa spielt, aber ja, wenn er nicht Rosa spielt, sondern Daisy. Daisy. Aber hier steht eigentlich drin Rosa. Guck, gleich. Nach dem nächsten Game, weil das sieht sehr gut aus mit Scorpion hier bis jetzt. Mhm. Der soliden liegt hier wieder aufgebaut. 75% auf Daisys Kopf, a.k.a. Gobo-Hund. Diese Klatsche. Noch lange nicht. Ja, schöner Downhill, schön gewartet. Schöne näher Offstage. Schön gecovert. Aber jetzt wieder der Downhill. Ja, alles gecovert. Alles richtig gemacht. Sehr gut gemacht von Scorpion. Dumb. Bis jetzt. Sieht noch nicht so gut aus für die Gobo Hund. Oh, okay. Oh, von da unten. Scorpion sehr trigger-happy mit irgendwelchen Reflex und Contas auf Stage. Konnte einfach nicht geklappt von Daisy. Irgendwo in der Ecke nicht getroffen. Nee. Irgendwas. Nicht! Nee, noch nicht. Noch nicht. Könnte hier ein Freestock werden. So langsam. Oh! Nee. Schön getaggt. Oh, outside, you know. Outside of the life, you know. Ja, okay, back throw. Back throw wird es dann auch mal langsam tun. Tun! Aber natürlich, das geht sehr Okay. Ja, die letzte Hitman, ja. Natürlich wusste er das. Atelier, oh, die Back, ja. Okay. Schafft es ja nicht, ein Combo-Starter zu kriegen. Sehr gut aus, gerade noch für Scorpion. Ja, also jetzt nur noch langsam einfach ein bisschen Damage machen und dann killt irgendwann alles. Mhm. Weil halt, also ich meine, Gobo Hund macht das hier auf jeden Fall sehr aggressiv, aber sobald er auch nur ein bisschen weit weg steht, kann Scorpion natürlich immer Explosive Flame auch machen. Und ja, der, okay. Klatsch. Ein bisschen offensichtlich optimistisch, meine ich. Offensichtlich sehr optimistisch. Doch. Gobo Hund! Hallo mit Rosalina. So, jetzt wollen wir auf jeden Fall die Rosa sehen. Ja, komm, pack mal Rosa ja, aus. Ich meine, haben wir einfach zu lange nicht gesehen. Naja, Repos? Ja. Repos, guckst du zu? Guckst du, Repos? Nee, der guckt nicht zu. Der muss arbeiten. Kill it, Digga. Arbeit. Na, wie sieht's aus? Second Seed oder was? Gewonnen? Wurde gewonnen? Nee. Nach davon nicht, ne? Ja, gleiche Sache. Oh ja, Gobo! Komm mal hier. Okay. Oh, ist auf. Ja, Daisy geblieben. Stage hat sich auch nicht geändert. Vollstes Vertrauen in seiner Daisy. Könnte tatsächlich schwierig werden. Mal gucken. Also es sah schon ein bisschen danach aus, als ob Scorpion
das Ganze ein bisschen durchschaut. Ja, obwohl Jens wird getroffen hier von der Fair. Das ist ja eigentlich so, jetzt im Moment, glaube ich, so die einzige Kondition, die er erfüllen muss, einfach nicht von der Fair getroffen zu werden. Mhm. Zumindest bei hohen Prozenten. Mhm. Ja. Jetzt kann er sich das noch erlauben. Aber eben gerade hat er 1000 Jahre praktisch auf dem ersten Stock gewartet, indem er einfach nicht von der Berger getroffen wurde und von der Fair. Alles auf jeden Fall noch drin, ist sicher. Okay. Ja. Ja, okay, jetzt hat man den ersten Stock geholt, aber nicht so weit entfernt für Gobo Hund, sich den Stock von Scorpion zu holen. Also Scorpion, ja, schöner Grab. Ja, noch nicht, ne? Aber sehr aggressiv hier gerade. Fair Offstage, richtig so Falling Fair. Falling. Falling Fair. Ja, die Nähe ist schon echt sehr gut. Und Palo, kann man sagen, zumindest. Mhm. Ja. Das ist ganz witzig, weil sie die halt genervt haben, aber das nicht so wirklich funktioniert hat. Man. Not looking good right now for the Gobo Hund. Da geht der nächste Stock an Scorpion. Gobo Hund leider keine Antwort. Kratzt sich erstmal am Gesicht. Vielleicht klappt es jetzt. Aber ich glaube, der ist auch zum ersten Mal hier. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, Scoudy erzählte, dass der online auf jeden Fall auch unterwegs ist, aber ich glaube, offline. Oh, okay. Saturn! Das heißt, oh, okay, Reflekt kann man dann trotzdem dagegen machen, dann wirkt das ja gar nicht. Aber. Einmal Shield Break. Einmal Shield Break. Oh, okay, ja. Da ist klatscht der Kopf. Vielleicht ja noch irgendwie mal ein Stitchface oder so. Ja, eine Bombe. Bombe, Stitchface. Früher Lichtschwert war auch immer schön. Oder ja, Laserschwert. Stimmt. So heftig, einfach ein Lichtschwert rausgezogen. Mm. Laserschwert. Das war schon cool. Auf jeden. Jetzt leider nicht mehr möglich. Aber wir haben immer noch den Mr. Saturn. Mr. Das war ja auch so der einzige Unterschied zwischen Daisy und Peach. Die Turnip-Pull-Rates. Also du hast mit Daisy, glaube ich, öfter Mr. Saturn bekommen. Oh, okay. Mit Peach irgendwas anderes. Aber das haben die, glaube ich, angepasst. Jetzt sind es einfach nur Klone. Oh. Ja, komm. Wäre doch, hätten wir so bleiben können. Ja, finde ich auch. Ich finde sowas lustig. Okay. Ja, aber ernst unterwegs. Ernst unterwegs. Nintendo. Oh. Nintendo. Oh. Okay. Und direkt von da oben. Hein ihn ab. Ja, 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 ja,